Hey, lieber Zuschauer, wie du sehen kannst, ich bin heute im Badezimmer. Besser gesagt, ich stehe in der Dusche, denn mir ist vor kurzem der Brausekopfhalter kaputt gegangen und man muss leider komplett austauschen. Einzeln kann man es leider nicht machen und dachte mir, heute im Tutorial zeige ich dir, wie das Ganze funktioniert. Damit ihr die Duschstange von der Wand abbekommen können, müssen wir zuerst die Verblendung, die sich am oberen Ende sowie am unteren Ende der Stange befindet, entfernen, um an die jeweilige Schraube zu gelangen. Im nächsten Schritt nimmst du den passenden Schraubendreher, damit die Schraube, die hinter der Verblendung versteckt war, entfernen kannst, damit du die Duschstange leicht entfernen kannst. Haben wir die Schrauben sowie oben und unten gelöst, können wir die Duschstange problemlos abziehen. So sollte es aussehen. Und hier an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir die Schrauben nicht wegschmeißen, denn wenn sie noch im guten Zustand sind, dann können wir das Ganze noch für die nächste Duschstange verwenden. Und auch hier haben wir noch einen Vorteil, denn wir müssen keine neuen Bohrlöcher bohren, denn wir können die verwenden mit der neuen Stange und können das Ganze jetzt einfach mal austauschen. Ich habe mittlerweile die Duschstange angebracht, ist nichts anderes als wie eine Demontage, deswegen dachte ich mir einfach mal, überspringe ich diesen Tipp. Hier an dieser Stelle ein Tipp für dich, damit sparst du auf jeden Fall viel Zeit, dass du hier, vielleicht siehst du das Ganze, und zwar, wo der Duschkopf jetzt drin hängt, dass du darauf achtest, die Öffnung, dass der auch wirklich die richtige Seite oben ist, weil manchmal ist es so, dass du reinsteckst, ran montierst und dann siehst du auf einmal, oh, die falsche Seite ist oben. Deswegen hier an dieser Stelle darauf achten, wirklich, dass die richtige Seite oben ist, bevor du das Ganze montierst. Ansonsten musst du es nämlich nochmal demontieren, umtauschen oder besser gesagt, dass du die Seite wechseln musst und dann kannst du wieder anmontieren und das nimmt doch ein bisschen Zeit in Anspruch. Deswegen hier an dieser Stelle das vorher testen. Ja, das war mein kleiner Tipp. Ich hoffe, dir, lieber Zuschauer, hat es sonst aber gefallen. Lass mir mal ein Like da. Vergesst mich nicht zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, Seko 99, verpasst. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.